So, endlich beim Pöllstand angekommen. Mit mir hier der Thomas Franke. Kennt man ja schon aus so einigen Messevideos bei uns. Und von daher würde ich sagen, gebe ich auch direkt weiter. Und Thomas, ich hoffe, du kannst uns erzählen, was es so alles Neues gibt von Pöll. Ja, schönen Dank, dass ihr gekommen seid. Schönen Gruß an Session Music. Also, wir haben ganz lustige neue Sachen dieses Jahr. Der Trend Retro-Vintage macht auch vor den Drama nicht halt. Das ist unsere Antwort dieses Jahr auf den Vintage-Trend. Vor genau 42 Jahren hat Pöll ein Wood-Fiberglas-Set auf den Markt geschmissen. Das relaunchen wir quasi 2015 jetzt hier als eine Limited Edition. Wood-Fiberglas, das also Vintage, Hybrid und Modern. Das ist das Thema dahinter. Vintage ist der Sound, Classical Tone, viel artikulierte Höhen, enorme Bässe und viel Projektion. Das ist der Sound des Sets. Hybrid sind die Kessel und die Bearing Edges. Der Kessel ist ein siebenlagiger Kessel. Die vier Lagen Kapurholz, zwei Lagen Pappelholz für die Lackierung außenrum und innen drin handgearbeitet. Vielleicht kann man hier mal kurz reingehen, damit der Kamera drauf leuchten. Also hand eingelegt tatsächlich eine Fiberglasschicht und nachträglich von innen lackiert. Das ist das, was den Sound ausmacht. Die Bearing Edges sind bei den Toms und bei den Floor Toms 45 Grad gecuttet. Und bei der Bassdrum, um mehr Punch und Tiefen zu erzeugen, sind sie fully rounded, also völlig abgerundet. Ja, Fiber Wood Set. Wir werden dieses Set anbieten in zwei Konfigurationen und drei Farben. Einmal in diesem Satin Kakao Burst. Und hier hinten haben wir zwei Samples. Einmal in dem White Marine Pearl und einmal in dem Platino Mist. Und available wird das sein ab Anfang Mai, gerne bei euch im Session Music Shop zum Anfang. Bestimmt. Das ist das eine Kit, dann lass uns hier weiter rüber gehen. Und nächste Neuheit ist eine sehr visuelle Geschichte. So, hier ist es, der visuelle Aspekt mit dem powervollen Sound gemixt. Crystal Beat, auch hier 1973 hat Pearl ein erstes Kit auf den Markt geschmissen mit transparenten Acrylkesseln mit dem Namen Crystal Beat. Das haben wir auch hier wieder aufgenommen. Wir relaunchen quasi 2015 auch als Limited Edition Crystal Beat, Vintage und Modern Mix. Vintage ist der Kessel und der Sound. Ein nahtloser Acrylkessel, transparent. Die Bearing Edges sind 45 Grad gecuttet mit einer leichten Abschrägung nach hinten hin an der Spitze her. Um mehr Artikulation, mehr Kontrolle und mehr Body-Tone zu erzeugen durch die Acrylkessel. Dieses Kit, was wir jetzt hier ausgestellt haben, ist übrigens das Tour-Kit von Daniel Erlandsen, einer unserer Künstler, dem Arch-Enemy-Trommler. Das heißt, direkt nach der Messe geht es in sein Tour-Case und auf der nächsten Tour wird das gespielt. Anbieten werden wir das Set draußen auf dem Markt und bei Session Musik natürlich in drei verschiedenen Farben und drei verschiedene Konfigurationen. In den Farben einmal dieses Ultra Clear, hier wie ihr seht, und hier vorne haben wir die zwei Samples Ruby Red und Tangerine Glass. Ja, und das Ganze wird erhältlich sein im Juli. Gerne mal dürft ihr dann bei Session Music nachschauen und euch beraten lassen. Das stimmt schon wieder. Vision Birds Artisan, auch als limitierte Edition. Vision ist ein perfektes Schlagzeug für den ambitionierten Starter. Das wäre ein perfektes Step-Up-Kit. Ist ein sechslagiger Birch-Ply-Kessel. Und das VBA Limited bieten wir an in zwei verschiedenen Designs und in einer Konfiguration, genau in dieser hier.
Es ist eine 22x16 Bassdrum, es ist ein 10x7 Tom, 12x8 Tom und 14x12 und 16x14 Floor Tom. Eine 14x5er Matching Snare ist dabei. 830er Hardware, alles mit Unilock, Tilters. Ja, und die. Wird auch mit dabei. Das P39, der Topseller an sich, ist in dem Set mit enthalten. Longboard Demon Drive Design mit einem Click-Lock-System, alles im Preis enthalten. Das Set ist ab sofort im Handel erhältlich, natürlich auch bei Session Music, und wird kosten, so wie es hier steht, 1099 Euro. Streetpreis, zwei Designs, das eine nennt sich Chains und das andere haben wir hier. Time Machine. Das sind unsere drei neuen Sets für dieses Jahr als limitierte Version. Da gehen wir hier vorne zu den Snares. Da haben wir auch drei nette limitierte Snares. Hier ist ein ganz schickes Teil. Chad Smith, der Drummer von den Chili Peppers, in mittlerweile über 20 Jahre mit Pearl zusammen. Wir würdigen das dieses Jahr mit zwei Chad Smith Signature Snares. Die eine ist diese hier vorne, oder die wir auch hier vorne drauf haben, das ist die Tricolon Snare. Tricolon ist folgendes: Das sind drei verschiedene Ringe, Metallringe, zwei Brass Messingringe und ein Stahlring. Die kann man mixen, wie man will, also untereinander entweder die beiden Brass nach oben oder Stahl nach oben oder Stahl in die Mitte oder Stahl nach unten. Und so kann man natürlich ein Sound, unterschiedliche Sounds erzeugen. Das Ganze ist in einem Free Floating Cage von uns eingebaut. Das heißt, die Soundunterschiede der Position des Stahls rings bestimmt oder definiert den Höhenanteil im Sound. Je höher der Stahlreifen liegt, desto mehr Höhen erzeugt man. Die Tricolon Snare ist eine sehr limitierte Snare. Wir werden nur 25 Snares davon verkaufen. 899 Euro wird der Streetpreis sein, natürlich bei Session Music erhältlich, ab sofort erhältlich. Check. Das klingt gut. Das ist die eine quasi Collectors Item. Dann haben wir ganz simpel unser Top-Selling Snare Chad Smith, die Stahlsnare mit dem Black Nickel Finish. Einmal in Red lackiert. Jetzt hier als limitierte Version auf dem Markt. Also so wie man sie kennt, als Stahlsnare limitiert in Rot lackiert. 1,3 mm Stahlkessel. Super Hoops drauf. So wie man das von der Chad Smith Snare erkennt. Auch dort ist ein limitiertes Modell. Streetpreis wird sein 359 und auch da am besten mal nach Session Music gehen und sich das anchecken. Und jetzt kommen wir zu einem noch einen leckeren Schätzchen. Aus den 80ern kennt man das. Haben Pearl diese Custom Classic Snares gebaut, Made in Japan. Das sind auch so Collector-Stücke, die werden immer gerne gesucht. So, das ist quasi so die Antwort darauf. Es ist ein One Piece Maple Shell. Und Schlagzeuger wissen, dass der Sound aus einem Stück Holz die Wärme und diese Resonanz und die Sensitivität, die dadurch erzeugt wird, kann man nicht nachbauen durch das Verkleben der einzelnen Lagen. So, das ist das, was die Drummer immer gerne suchen. Auch ein limitiertes Modell, 50 Snares. Wir verpacken die in dieses hochwertige, luxuriöse Leder, die Ledertasche, Leatherbag. So, beides zusammen wird kosten 999 Euro, streng limitiert, auch sofort im Handel erhältlich und natürlich auch bei Session Music antestbereit. So, hier ist ganz, ganz schick, das ist die sogenannte Century Grade Cajon. Das passt perfekt in unsere Cajon-Strategie hinein. Wir bauen nicht einfach nur quadratische Kisten und ändern die Farbe, sondern wir haben immer sehr individuelle Modelle, so, was wir uns überlegen. Der Clou ist tatsächlich dieser Winkel hier, der 100-Grad-Winkel.
ist hier entscheidend. Und aus folgendem Grund, wenn man eine normale Cajon spielt, um dann die Mitte zu treffen, wo meistens dann der Bass sitzt, da muss man schon ziemlich runterlangen so. Und das ist nicht wirklich convenient oder angenehm zu spielen. Wenn man jetzt auf diese 100 Grad, könnt ihr gerne gleich mal selber versuchen hier, hier sitzt, man rutscht ein bisschen zurück und kommt wunderbar dran. Und das heißt, es ist sehr angenehm für den Rücken. Also wirklich ein sehr convenient Spielweise und sehr rückenentlastet. Man mag das nicht unterschätzen. Also jeder, der bisher drauf gesessen hat, wolltest du sofort mitnehmen. Das ist das mit dem Winkel. Ansonsten muss ich noch eine Sache herausstellen. Wir wurden immer gefragt von den Percussionisten, von den Cajon-Spielern, kann man nicht den Snare-Sound und den Bass-Sound komplett separieren? Oftmals ist in der Mitte immer noch Snare-Sound zu hören, wie hier zum Beispiel. Man haut in die Mitte, man hat den Bass-Sound, aber trotzdem noch Snare-Sound. Das ist uns hier ganz gut gelungen. Wenn man hier in die Mitte haut, ist fast nur noch Bass-Sound und total separiert. Das heißt, wir haben die innen, die Snares, speziell angeordnet und in einer speziellen Größe so angesetzt, dass dieses wundervoll separiert ist. Ansonsten ist es eine Fiberglas-Cajon mit einer asiatischen Hartholzplatte und unserem Woofer hinten drin, also wie unsere Boombox-Cajon in dieser wunderschönen Farbe. Century Gate-Cajon wird kosten, Streetpreis 249 Euro. Ist auch available in allen bei allen Händlern und natürlich auch bei Session Music, also solltet ihr am besten mal auschecken. Das war's soweit, vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, hat Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt wieder. Spätestens bei der nächsten Messe geht's wieder los. Dankeschön, macht's gut.